Das nächste Türchen ist Nummer 11. Das ist wieder etwas größer. Es ist ein Schiffchenregal. Es gibt jetzt tatsächlich am 11.12. den großen Bruder davon im Shop zu kaufen. Diese Version hier im Tütchen ist die kleinere, etwas schmälere Version. Und wie ihr das zusammenbaut, das zeige ich euch gleich. So, das ist der Inhalt. Es ist einmal eine Tüte mit diesen Ringen dabei. Die kommen hier um diese Nasen drum. Wie ihr seht, die haben alle so Einkerbungen. Da kommen die Ringe drum. Und es ist auch eine Aufbauanleitung dabei, aber manchen hilft die ja nicht so sehr. Deswegen bauen wir das eben gemeinsam auf. Aber zuallererst müssen wir erstmal die Brettchen sortieren. Und zwar gibt es einmal zwei Stück mit diesen Löchern drin. Dann gibt es drei, wenn ich das richtig sehe, mit diesen Einkerbungen hier. Dann gibt es zwei Stück mit insgesamt 5 Einkerbungen. Die haben nochmal 2 Stück jeweils hier an der Ecke. Dann gibt es einmal diese Bodenplatte. Die ist genauso groß wie die mit den Löchern hier. Hat aber eben gar keine Löcher. Und dann gibt es noch hier das Teil. Das ist die Rückwand. So. Damit das ganze Teil stabil steht, solltet ihr erstmal um alle Nasen hier diese Ringe drum machen. Ich mache das aber nicht, weil ich wegen dem Kater das Teil hier leider nicht stehen lassen kann. Aber damit das stabil steht, wie gesagt, die Ringe drum und dann könnt ihr weiter gucken. So, zuallererst brauchen wir diese Bodenplatte, die hier und diese zwei. Und es kommt dann so aneinander. Als erstes kommt die hintere Platte da dran. Dann kann man nämlich die seitlichen hier leichter dran schieben. So. Zack und zack. Steht hier mal das Grundgerüst soweit. Und dann kommen nur noch die hier. Da werden diese Teile einfach nur reingeschoben. Warum hier jetzt ein dritter dabei ist, bei mir weiß ich nicht. So. Im Grunde ist es jetzt auch egal, wie ihr das einbaut, also so oder so. Das spielt keine Rolle. Diese zwei Abstände hier sind nämlich gleich. Ich habe hier aber jeweils ein so ein Füßchen irgendwie dran. Deswegen packe ich das mal nach unten. Und es gehört ebenso auch eingebaut, dass diese zwei Nasen nach hinten zeigen. Kommen die Nasen da rein. Und hier an der Seite sind auch nochmal jeweils so Öhrchen was dran. Und die müssen entsprechend hier reingeschoben werden. So, das ist das ganze Teil. Man hat also Platz für bis zu 9 Schiffchen, wenn man jetzt hier eben keine Stifte reinstecken möchte oder Pinzette. Kann man ja machen. Ein Stift. Hier noch einer. Ja, oder vielleicht noch kleines Zubehör hier drauflegen. Und hier stellt man dann entsprechend die Schiffchen rein. Viel Spaß!